Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge haben wir Rotschopf in seiner Hütte ihn da zurückgelassen. Und jetzt reiten wir mal zu dem Hof zurück, um zu sehen, ob er dann wieder zurückkehren darf, obwohl er so feige war. Ich glaube fast nicht. Aber ich habe versprochen, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Und das mache ich dann natürlich auch. Ne? So bin ich. Hilfsbereit. Ja. So. Folgen wir den Weg hier. Ist der richtige Weg jetzt? Ist das der richtige Weg? Wohin soll? Auf jeden Fall, oder? Ja, okay. Ja. Wir sind ganz schön weit geritten, nur um diesen Rotschopf da irgendwie ausfindig zu machen. Was auch echt irritierend war. Aber naja, mal gucken. Ups. Weg abbekommen. Aber wir fährt ja relativ zügig. Bleibt noch schneller. Geht unsere Ausdauer ein bisschen weg, das macht aber nichts. Dann sind wir doch schon ein bisschen am Weg. Ja, wie gesagt, die beiden Typen haben wir ja locker gekillt. Also mehr oder weniger locker. Hättest du gerne längs gelaufen, ne? Kleines Pferdchen. Du rennst jetzt durch die Walachei. Weil ich glaube, das ist kürzer als einmal außenrum zu reiten. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. So. Normal reiten jetzt, ne? Da hinten ist das ja schon. Die Ausdauer ein bisschen auftanken und dann heizen wir nochmal los. 1, 2, 3! Ja, Action. Unser Hauptmann wird auch zufrieden sein mit uns. Eigentlich haben wir ja. Wir legen unser Pferd. Packen wir auch mal hier hin. Was eigentlich Schnuppe ist. Unser Pferd rennt ja nicht weg. Aber jetzt bin ich gespannt, was die sagen. So. Nur ein hässlicher Köter. Die ihre Frau. Die ihren Mann verloren hat. Der Typ war noch voll blutverschmiert. Ja, moin. Würdest du... Ich habe Rotschopf gefunden. Er bat mich zu fragen, ob du ihn wieder aufnimmst. Und warum sollte ich? Er könnte schuld am Tod meines Mannes sein. Was? Weshalb sollte er sonst geflohen sein? Die Männer sagten, er war nicht im Bett. Er hatte sicher kein reines Gewissen, weil er den Halunken ein Zeichen gab. Nein. Er floh, weil ihn einer der Angreifer erkannte und er fürchtete, dass der zurückkommen und ihn töten würde. Alles nur Ausreden. Das würde der Angreifer nicht wagen. Aber sie kehrten am selben Tag zurück. Wäre er nicht geflohen, hätten sie ihn und alle anderen getötet. Wieso hätten sie das tun sollen? Wieso nicht? Sie hatten bereits einige ermordet. Wieso nicht ein paar mehr? Und ich soll ihn jetzt wieder aufnehmen? Was, wenn sie wegen ihm zurückkommen und dabei eine meiner Töchter töten? Die zwei Halunken, die ihn verfolgten, sind tot. Und die anderen haben keinen Grund zurückzukehren. Und was, wenn doch? Ich nehme ihn nicht zurück. Einigen wir uns? Ich verstehe deine Bedenken. Bitte doch an Hanusch darum, hier eine Wache zu postieren. Ein paar Stallburschen mögen die Banditen angreifen. Einen bewaffneten Mann kaum. Mir wäre sehr viel wohler, wenn jemand ein paar Tage Wache halten würde. Dafür kann gesorgt werden. Herr Bernhard hat sicher nichts dagegen. Nun gut. Rotschopf darf zurückkommen. Okay, wir können also Rotschopf nochmal hinlaufen nachher, machen wir jetzt aber nicht. Jakob, ne, Jakob wollen wir nicht bestehlen. Jetzt sagen wir Herrn Bernard einmal. Oh, das Rataya-Turnier hat begonnen, okay. Und jetzt zu Herrn Bernard, ist der hier noch irgendwo? Da ist er doch. Steht hier. Gott sei mit dir. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit. Entschuldigung. Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen.
Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Okay. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Ist das nicht barbarisch? In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, da hast du wohl recht. Möge Gott über dich... Ein paar Ohren abschneiden? Wie cool ist das denn? Oh, Spiel wurde gespeichert. Perfekt. Ja, jetzt können wir natürlich einmal zurückreiten zu unserem Rotschopf und ihn Kunde tun. Sollen wir das machen? Kann ich da vielleicht auch schnell hinreisen, irgendwie so ein bisschen? Ich glaube nicht, ne? Da muss ich echt so Rotschopf hineiern. Das ist ein bisschen nervig. Aber... ja. Das ist echt blöd. Gibt doch nichts in der Nähe, ne? Das heißt, ich müsste da hinreiten. Weil das andere. Was ist denn hier nochmal? Bricht ein Ratzig vom Fortschritt deiner Untersuchung. Ne? Ist der denn da unten? Der Ratzig ist doch nicht hier, ne? Oder war der doch hier? Ah, okay. Steht hier. Dann reden wir noch mit ihm. Das ist ja gut. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich habe einen Spur zu finden. Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Die ganze Geschichte. Rotschopf, einer der Stallburschen aus Neuhof, floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr. Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Die Spur führt nach Uschitze.
Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Verstehe. Was noch? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Gut. Mach's gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg und eiern dahin, würde ich sagen. Und wieder gespeichert worden. Das ist gut. Da steht mein treues Gefährt. Mein treues Pferd. So. Gut. Jetzt die Frage, ob wir gleich uns nach Uschütze auf den Weg machen oder ob wir nochmal hier bei Bernard vorbeigehen. Das geht nicht mehr. Wir müssen direkt. Wir müssen direkt hier hin. Spüre Banditen und Notfall auf den Neuhofer gestützten Spüre den Banditen von überall auf das. Oh ja, machen wir. Aber gehen wir rauf. Dann müssen wir ja da hinreiten. Mal kurz die Karte gucken nochmal. Okay. Aber ich kann jetzt nicht mehr die Sachen abgeben bei dem. Oder ich kann ihn jetzt nicht mehr Bescheid geben. Den guten hier, wie heißt er? Einen guten Rotschopf. Die Quest ist wohl weg. Na gut, dann machen wir uns direkt auf den Weg nach Uschütze. Das machen wir dann. Gut. Und es geht in die Richtung. Wer fällt ein? Ja. Mal wieder. Ah, es ist schon cool. Es ist so ein bisschen, es ist wie so ein kleines Detektivspiel auch. Wenn man das machen muss. Ich habe immer ein bisschen Angst vor den Kämpfen, muss ich zugeben, weil die wirklich sind gar nicht so leicht, wie man denkt. Wahrscheinlich muss er erst einen Trick raus haben, wie man am besten kämpft und wie man am besten zuschlägt. Hat mir der Herold, wollte ich gerade sagen, der Bernard ja gezeigt, aber so richtig drauf habe ich es immer noch nicht. Sind halt viele Glückstreffer bei. Gucken, ob ich es mal irgendwann gezielter hinbekomme. Das wäre ja schon wünschenswerter. Na komm. Ja. Dann erstmal hier längs. Und dann hier längs. Oh, lieber über die Felder da. Zieht euch die ganzen Bäume. So. Unfallort. So, das sieht auch aus wie ein guter Weg nach Uschütze. Ach, hier ist das eine Lager von den Köhlern. Ja. Was wir natürlich machen könnten, wir könnten uns natürlich ein bisschen schlafen legen da. Obwohl, damit wir ein bisschen fit sind. Sollten wir das einmal machen. Ja. So, wir machen das mal. Schon mal für ein paar Stunden, weil ich glaube, sonst. Kannst du hier draußen hinlegen oder nicht? Da auch ein Lagerplatz, wo man pennen konnte. Da. So, wir schleifen und speichern einmal. Gar nicht lange, nur ein bisschen. Noch die Nacht überreiten. Das ist ja egal. Ich glaube, wir machen einfach mal hier 11 Stunden. Ja, schon ein guter Zeitraum zum Schlafen. Na gut, ist ein bisschen lang vielleicht, aber hoffe einfach, dass dann gleich alles wieder ein bisschen besser aussieht. Ja, guck mal, um 5 Uhr morgens aufstehen, wer macht das nicht gerne? Können wir das noch aus dem Topf naschen gleich da vielleicht? Dass wir ein bisschen gestärkt sind, wie es weitergeht. Oh, das zieht sich, aber die letzte Stunde ist zum Kotzen. Da hätten wir noch alles lösen können, echt. Ja, wir wollen nicht den Turnier mitmachen. Absolut keinen Bock drauf. Aber wir holen uns hier was zu futtern vielleicht. Noch was drin? Nee, haben wir schon mal rausgegessen, ne? Unser Pferd kommt nicht, ist nachts auch da. Upp, bleib stehen. So, ab nach Uschütze. Ja. Oh, komm schon, Pferd. Nur da hoch. Ja. Oh, wir müssen da in die Richtung weitergehen irgendwie. Gott sei Dank gibt es immer Schnellreiseposten, dann können wir nachher die Schnellreise nutzen.
Wo genau wir längs müssen, weiß ich gar nicht, aber ich werde schon irgendwas finden hier. So. Und dann kümmern wir uns danach nochmal um die Banditen. Das wäre ja auch eine gute Aufgabe. Aber die hier gefällt mir erstmal mehr. Um den ganzen Handlungsstrang mal aufzulösen, sozusagen. Den hinkenden Heidens werden wir wohl finden. Huch, hier hinlaufen. Der hinkende Heinz. Der hinkende Heinz, so heißt er, ne? Oh, hier ist ein altes. Der Schuppen, wollte ich gerade sagen, altes Bauernhaus. Wo ist ja auch langsam hell. Da sind wir ankommen. Es ist schön hell. Neue Stufe erreicht fürs Reiten. Da siehst du. Guck mal. Ich bin Meisterreiter fast. Interessanten Ort entdeckt, ne? Was ist denn da so interessant dann? Kann man hier irgendwas finden wahrscheinlich, ne? Na gut, ich will erstmal Uschütze und diesen Punkt da bekommen. Ist das Uschütze da hinten wahrscheinlich, ne? Sieht irgendwie stetisch aus. Das ist doch schon mal gut. Also ohne Pferd wären wir echt aufgeschmissen hier, ne? Ein Pferd ist schon was Praktisches. Ah, entdeckt. Finde heraus, wo da hinten der Heiz wohnt. Da hinten immer die wohnt. Oh. Das finden wir schon raus. Müssen wir mit ein paar Leuten reden wahrscheinlich. Am besten in der Kaschemme, ne? Pass mal auf, wir steigen mal hier ab. Und fangen schon mal an mit den Leuten zu reden hier. Guck mal, da läuft doch schon einer. Hinkt der? Ne, der hängt nicht. Okay. Schnacken wir die. Das ist eine Wache, okay. Wir fragen ihn doch mal. Moin, Wächter. Moin, Wächter. So. Guten Tag. Guten Tag, alter Mann. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Was willst du von ihm? Ach, was juckt's mich. Der Bastard hat am Dorfrand eine Hütte. An der Straße, die nach Ratai führt. Mach's gut. Das ging ja schnell. Okay, welche Straße führt nach Ratai? Müssen wir gucken. Ist es vielleicht... Dieser Mauszeiger ist extrem langsam. Okay, hat eine Hütte am Rand nach Ratai. Wo ist denn Ratai nochmal? Steinberg. Kurz mal rauszoomen hier. Was? Geht's nicht? Doch so. Nochmal. Wo ist noch Ratai? Scarlets? Neuhof? Ratai, okay. Also muss es ja hier oben sein, wo ich gerade gekommen bin, ne? Würde ich mal behaupten. Gut, dann gehen wir gleich mal zurück. Wie dicht man ranzoomen kann. Ist ja cool. Gut, er hat eine abgewrackte Hütte. Statte Heinz einen Besuch ab. Ich muss kurz gucken. Wir sind von... Ah, gut. Und da, wo wir gekommen sind eigentlich, ne? Gucken wir nochmal. Das muss ja diese Straße sein eigentlich. Ach, tut mir echt leid. Ich habe irgendwas im Hals hier. Na. Das wird die nicht sein. Das ist ja eher so ein... Das Bauerndorf. Eine Straße, die nach Ratai führt. Hm. Gucken wir mal, ob wir es finden. Wohnt der da? Könnte ja auch sein, dass wir dahin müssen, ne? Gut, dann noch einmal dahin. Warte auf. Komm mal her, Pferd. Gehen wir nochmal dahin. Das hat natürlich mehr Sinn gemacht jetzt, aber wenn er hier unten irgendwo ist, es soll es mir recht sein. Also ich weiß auch noch gar nicht der richtige Dorfausgang. Ups. So. Absteigen. Danke. Bleiben wir hier, Pebbles? Ich glaube, das ist diese Hütte hier. Oh, da stehen schon ein paar Leute. Schauen wir, was hier los ist.
bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus. Ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen, der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Oh, das ist ja uncool. Großer Gott. Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du willst. Na gut, schauen wir uns mal um. Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Warum hinkt er? Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin. War die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hat er Freunde? Hat er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Okay. Wann war es dann? Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Mehr über Heinz? Noch etwas wegen Heinz. Okay. Doch nichts. Gespräch beenden. Gut, fragen wir Jana mal. Was ist mit ihm hier? Sieht verdächtig aus. Gott sei mit dir. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Frag ruhig. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer. Mit wem traf er sich denn? Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Das ist alles. Danke. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob es andere Leute gibt, die wir fragen können. Hier, eine Frau. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Frag ruhig. Wir sprechen ein paar Sachen, ne? Was war der hinkende Heinz? Er war ein Säufer und ein Tier. Und faul. Müßiggang ist des Teufels Ruhebank. Ist dir kürzlich... Das einzig Verdächtige war, dass er auf einmal in die Kirche ging. Jetzt wissen wir auch warum. Oho. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Was kümmert mich dieser Schuft?
War froh, dass er mir nicht in die Quere kam. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Ein Eigenbrödler war er. Hat aber kürzlich ausgerechnet mit dem Pfarrer. Gut, der Pfarrer. Das ist alles. Danke. Gut. Alles Gute. Dann reden wir einfach mit dem Pfarrer, wenn wir wissen, wo der Pfarrer ist. Aber der wird ja hier bei B sein. Behaupte ich mal. Ist ja nicht so weit weg. Da. Sprich mit dem Pfarrer. Ich könnte natürlich die ganzen Leute nochmal hier durchfragen. Ist da noch einer, der irgendwas weiß? Hier hinten zum Beispiel. Hier. Die Dorfbewohner vielleicht. Hier. Sieht ein bisschen älter aus und weiser. Allmächtiger, deine Kleider. Wurdest du ausgerechnet? Ja, ja, das wissen wir schon. Okay. Viel Neues kriegen wir nicht zu erfahren hier. Über dich wachen. Dann lass mal zu A laufen. Mal gucken, ob wir da vielleicht mehr erfahren. Komm, das Pferd. Wir müssen nicht laufen. Wir haben ja ein Pferd. Ja. Fahrer werden wir wohl. Oh, das war dumm. Kommt er noch hoch? Ja, okay. So, den Fahrer werden wir erstmal aufsuchen. Ein Schnellreiseort entdeckt, das ist schon mal super. Wo ist denn diese gottverdammte Kirche? Da. Da ist ja. Okay. So, denken wir hier runter. So. Oh, wieder da, der Pfarrer. Ist ein bisschen. Da ist doch, das sieht doch aus wie ein Pfarrer da. Hallöchen, Herr Pfarrer. Pater Goodwin heißt er. Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl in Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Das tut mir leid. Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Es muss eine Ausnahme geben. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Du kannst ihm nicht mehr schaden. Das könnte für unschuldigen Tod bedeuten. Ich werde die Beichte aus dir herausprügeln. Pass auf. Heinz ist tot. Ihm kannst du nicht mehr schaden. Aber wenn du nichts sagst, schadest du damit womöglich anderen. Ich würde einen Eid brechen. Einen der Grundpfeiler der Heiligen Mutterkirche. Mist. Wenn die Leute glauben, dass auf die Heiligkeit der Beichte kein Verlass ist, wären die Folgen sogar noch schlimmer. Schlimmer als der Tod Unschuldiger? Schlimmer als Mörder, die ihrer gerechten Strafe entgehen? Niemand entgeht seiner gerechten Strafe. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein. Aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Gott behüte dich. Na gut, dann gehen wir zur Schenke einmal und treffen uns mit dem Typen. Dann machen wir das halt. So. Das ist die Schenke? Wahrscheinlich. Wir setzen uns mal hin. In der Schenke wollte er, ne? Nicht reingehen? Ne, da kann ich nicht reingehen, okay. Gut, dann setzen wir uns hier hin. Hallo, gute Frau, und dann warten wir bis zum Abend. Hm.
Sagen wir mal, das ist der Abend hier, 20 Uhr, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Das andere wäre natürlich cooler gewesen, aber so geht's auch. Krass, also muss man ja sagen, ist ja echt wirklich krass, dass der so an seinem Beichtgeheimnis hängt. Man hat ja recht, dadurch, dass er tot ist, würde ihn ja wirklich nicht mehr schaden, aber das scheint ihn nicht zu stören. Schmeckt gar nicht mal so gut, das Wasser. Oh. So, 20 Uhr, ab in die Schenke, den Pfarrer bezirzen, dass er uns das gibt. Vielleicht können wir ihn ja... Ich können wir ihn ja wirklich so ein bisschen... Ja, scheiße, das Turnier in der Ratei. Vielleicht mal irgendwas Cooles bekommen da, aber interessiert es nicht. Da ist der Pfarrer. Gern geschehen. So. Wie sieht's aus, Pater Goodwin? Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ich bin aus Scarlets. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt, wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha, nun... Gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Na, was ist das denn? Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschitze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren.
Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen besteht. Redet sich gerade in Rage, der gute Mann. Gott und seine Jünger sehen euch. Amen. Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Dann könnte ich ja halbe betrunken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Was hältst du von Hus? Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise, für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Wie gefallen dir? Sind mehr Betrunkener. Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben. Und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Ja. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Genug vom Predigen. Danke für die Predigt. Aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Prost zusammen! Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Trinken klingt nach einem guten Plan. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Trinkfestigkeit erhöht. Okay. Feuchtfröhliche Nacht, würde ich sagen. Genug. Vogt, komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits und es ist schon längst Sperrstunde.
Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schandstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit ist. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Oh, oh. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Wart euch jetzt kämpfen? Oh. Trau dich doch. Halt die Zweige. Ihnen geholfen auf jeden Fall, oder? Nichts leichter als das. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gut, Ben, lass den Unsinn. Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Sie können sagen, was sie wollen. Was wollen sie mir schon tun? Warte kurz mit Kokombine. Stufe, meine Lieben. Passt auf, dass ihr euch nichts tut. Okay. Da sind wir. Was für eine Schönheit. Das können wir doch nicht machen, oder? Sag wer. Lass es läuten, Mädel. Alter Schwede, sind die Assis. Assig. Ach, blöder Esel. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Jetzt wird wohl gebumst. Gut, wenn du altes Ferkel. Dann wollen wir mal. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Warum nicht? Nehme ich mit, das Ding. Gut, Hauptsache ich schwänge sie nicht. Wie geht's aus meinen Schafen? Ach da. Im Reden kann ich nicht. Alter, bin ich voll. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Hoffentlich verrät er uns jetzt auch was. Sonst war das ja alles umsonst. Beziehungsweise, ich hatte ja meinen Spaß, aber trotzdem. Gut, wenn du Esel. Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Oh. Heilige Scheiße. Was zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen.
Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh, Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Oh. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz' Kumpanen sind. Okay. Aber trotzdem ist dein Beichtgeheimnis natürlich schlecht, ne? Oh, guck mal, ich habe eine neue Trinkfestigkeit erreicht. Plötzlich ist das Beichtgeheimnis also nicht mehr so heilig? Geh nicht zu weit! Eine zweite Chance gebe ich dir nicht! Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Was? Lass sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Alter, ich kann mich gar nicht mehr an die Predigt erinnern. Okay, probieren wir es. Aber gerade gehen kann ich nicht, wie man sieht. Hat er nicht gesagt, man kann hier drin irgendwo finden? Oh nein, ich dachte, ich kann noch irgendwas. Ruf verschlechtert. Blöd. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Der Saufkopf. Schau mal, kann kaum laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht. Du warst doch dabei, du Blödmann. Warte nur ab. Schaut ihn euch an. Heilige Maria, er wird sich gleich übergeben. Dem Geschrei von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. In nomine Patris... Et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Geiler Typ. Hoc facite in meam commemorationem. Oh, mit der haben wir noch rumgebumst. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen.
Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Wundervoll. Gespannt, wer von beiden zuerst kotzt. Okay, ich bin gespannt, wie wir das machen sollen. Die Predigt selbstlos beginnen, eine lange Predigt halten, eine schlichte Predigt halten. Wir machen mal selbstlos beginnen. Brüder und Schwestern, lasst mich gleich zum Punkt kommen und über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Gott steht an der Spitze. Wir sind verpflichtet, lasterhafte Pfarrer abzulehnen. Nicht der Mensch, sondern Gott herrscht über die Welt. Die Schöpfung hat zwar jedem Menschen die Macht verliehen, über die Welt zu herrschen, aber diese Macht gibt ihm nicht gleichzeitig das Recht dazu. Dieses Recht gehört Gott allein. Oh. In barschen Ton fortfahren, langatmig fortfahren, in gemäßigsten Ton fortfahren. Na. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Kumanen, Hunger und Chaos. Und das alles wegen den korrupten Dienern Gottes, die nicht leben, was sie predigen. Sie glauben, sie könnten Sünden mit Geld fortspülen, indem sie Ablassbriefe verkaufen. Aber das ist nicht richtig. Denn Silber tilgt keine Sünden. Viel Selbstvertrauen hat er in Prag nicht bekommen. Über die Sünde Unzucht sprechen, über Trunkenheit sprechen. Sündigen ist menschlich. Zu gern predigen die fressgierigen Prälaten und Mönche gegen die Sünde. Aber was wissen sie schon über uns, das gemeine Volk? Erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana, bei der unser Herr Jesus Christus mit den anderen speiste und trank. Und als der Wein zur Neige ging, wirkte er ein Wunder und erschuf mehr. Er, dessen Begleiter arme Reisende, einfaches Volk, Liebesdamen und Unruhestifter waren, vollbrachte ein Wunder, damit das Fest weitergehen konnte. Also das ist mal eine gute Predigt. Nein, Brüder und Schwestern, Jesus verteufelte den Alkohol nicht. Trinke, um das Kreuz zu erleichtern, das du trägst in diesem Tal der Tränen. Doch tue es so, dass du den heiligen Sabbat nicht verletzt. Denn es soll Maß geben in allen Dingen. Und nicht das Trinken an sich ist frevelhaft, sondern Maßlosigkeit und ungezügeltes Frönen. Recht hat er. Im barschen Ton wurden lange vorsitzen, in gemäßen von. Barschentonfall. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Was, wenn der Teufel selbst zahlt? Oh, das klingt gut. Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten, hinfort mit ihnen. Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben, einen gerechten und einfachen Mann. Lasst aber Pfarrer kritisieren, einschließlich Godwin, die Prälaten kritisieren, aber für Godwin einstehen, zum Abschluss Zitate vortragen. Gott sieht, was sich auf Erden zuträgt, und er ist erfüllt von rechtschaffenem Zorn, da jene, welche nach der Erlösung der Seele streben sollen, stattdessen den Mammon verehren und lohnende Ämter an sich reißen. Gesegnet seien die Hirten, die die Armut ihrer Herde teilen, die eins sind mit euch und die mit euch die Bürde dieser weltlichen Pilgerschaft teilen, ohne eure lässlichen Sünden zu verurteilen. Ja, Ehre sei Godwin. Lasst ihn saufen wie unser eins. Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. Das war auch sehr gut, oder nicht? Huch. Na? Er hat gut gesprochen. Man
man mal bedenkt, was für ein Säufer er ist. Er hat recht, dieser Hus. Der junge Mann sollte nicht so viel saufen, aber reden. Das kann er wirklich gut. Ich bin froh, dass er herkam. Ich werde wohl nie nach Prag kommen und er hat es gut nacherzählt. So, das war auch mehr als gut für ihn. Barfuß. Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Genauso wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei, ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Ein cooler Pfarrer eigentlich. So, Spiel gespeichert. Und wir machen uns dann die Liege des Herrn. Wir holen unser Pferd. Das Pferd kann ja nicht hin. Okay, auf der Fährte. Spüre Stinker auf. Da ist mein Pferd. So, hinauf. Guck auf die Karte kurz. Huch. So, wo sind die alle hier? Stinker ist da. Das heißt, wir könnten aber theoretisch... Ist das Stinker, der da ist? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Spüre Stinker auf. Das macht ja Sinn, dann lass uns doch einfach mal hier hinreisen, schnell, oder? Das ist ja nicht so weit. Schnellreise. Yes. Du trägst viel und kannst nicht. Du trägst so viel und kannst nicht schnell reisen? Was? Nochmal, raus hier. Magst du viel? Was trage ich denn? Ist hier irgendwo ein Händler, dann verkaufe ich was. Da, sieht aus wie ein Händler da, ne? Du kannst dich springen, wenn du geladen bist, ja. Komm her. Ich kann mal was mit dir verkaufen. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. So, lass uns handeln. Alles gut. Okay, ein paar Sachen müssen wir verkaufen hier. Alles. Und die Äpfel sind auch nicht mehr so gut. Rechnen. So, und jetzt ist mir egal, gib mir einfach, was du hast. So. Gut, und schnell reisen wir.
runter nach Ratai. Sehr gut. Dann müssen wir leider was essen. Dann können wir uns vielleicht in Ratai noch was kaufen. Das wäre auf jeden Fall das Normalste. Anders wüsste ich sonst nicht, wie wir jetzt da weiterkommen sollten. Ach, die Schnellreise ist ja auch keine Schnellreise. Ich meine, die schneller als mit dem Pferd zu reiten. Die hätte man auch überspringen können, oder? Ist man einfach zack, zack, ist man da. Dann können sie ja die Zeit vorspulen. Ich meine, das hier finde ich so ein bisschen nervig. Also finde ich wirklich nervig. Jetzt sind wir erst in Neuhof, ey. Unterwegs ist ein bewaffneter Mann, der eintritt auf einen wartet. Aber ich würde eigentlich nicht abgestanden. Untersuchen wir das mal. Wo sehe ich ihn denn? Da. Warte mal kurz. Haben wir noch was zu essen? Zu essen können wir mit Dörrfleisch hier. Wir wollen noch was Neues zu essen kaufen. So. Mal reden wir mit ihm. Was hältst du davon, wenn wir unsere Kräfte messen? Mal reden wir mit dem Söldner. Was gibt es? Ich habe ein Angebot für dich. Eine Wette. Ich höre. Okay. Ein kleiner freundschaftlicher Kampf. Nur wir beide. Wer bist du überhaupt? Und was machst du? Na, was denkst du? Würdest du mich für einen Ritter halten? Kaum. Obschon du wie einer bewaffnet bist. Stimmt. Also bist du ein Bandit? Nein. Zumindest gerade nicht. Ich warte hier auf einen Händler. Verdinge mich als Leibwächter. Also, kämpfen wir? Na gut. Gut, warum nicht? Probieren wir es mal. Sehr gut. Ich nehme an, du hast Münzen dabei. Ja, habe ich. Hervorragend. Dann los. Freundlicher Kampf ist okay. Aua. Ah, keine Waffe. Da war der. Was hat er? Komm her, du. Oh. Ah. Oh. Das ist ganz gut, der Typ. Okay, warte mal. Ich bin hier drüben. Ja, ich sehe dich, Spacko. Nee, hast du nicht drauf? Nee, hab ich nicht. Oh, das war nicht so gut. Jetzt bluten wir noch. Oh, das. Ganz schlechter Kampf. Was? Und
Das war's. Her mit dem Silber und mach's gut. Shit. Ist blutig hier? Ist ja beschissen. Ich dachte jedenfalls, ist danach alles wieder normal. Aber nein, okay, dann müssen wir uns mal verarzten hier. Das ist ja blöd. Also, wähle den Körper, den du verbinden willst. Ah, das war ein Behindert. Na gut. Soll ich den überfallen und umbringen? Warte mal. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Ob das so viel Sinn macht jetzt, das machen wir jetzt trotzdem mal. Nein, ich auch! Lauf! Oh. Ich glaube, wir laufen mal lieber ein bisschen. Ich Feigling, aber ich muss wegrennen. Okay, war natürlich dumm. War auch dumm von mir, gebe ich zu. War sehr dumm von mir, aber egal, man muss es mal ausprobieren. Ja, schade. Muss auch besser mit dem Bogen werden, finde ich. Okay. Dann soll ich mir so ein paar Sachen wieder verkaufen hier, ne? War das nicht so? Ah, das war ja ärgerlich. Ah, warte mal. Ist da eine Bäckerei? Kann man was kaufen? Ach, Alter, beweg dich mal. Hallöchen. Einmal ein bisschen handeln, und zwar will ich was loswerden. Guten Tag. Alles Gute. Pass auf. Du kannst das alles haben. Mein Hasenfleisch. Und hier den Schirm, den kriegst du auch noch. So. Und dann wollen wir kaufen, wollen wir... Na, was essen wir jetzt auf? Dann haben wir auch wieder ein bisschen Kräfte. Huch, komm gleich mal raus, doch da. Siehste. Okay. Also. Erstmal was essen hier. Hey, mal Honig hier. So. Und dann runter hier. Ja. Ist ein bisschen nervig, dass es so lange geht. So. Oh, nur so ganz normal angucken, das tut mir auch leid. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber nun gut. Dauert schon echt lange, dieses Laufen und Reiten und so. Also von daher könnte auch schneller gehen. Aber wenn jetzt natürlich der Typ nochmal auftaucht, da werden wir diesmal nicht angreifen. Brauche ich irgendwie mehr Rüstung erstmal. Und ich muss auch ein bisschen agiler werden. Und ich muss besser natürlich beim Kämpfen werden, klar. Ich kämpfe ja richtig schlecht, gebe ich zu. So, oh, das dauert echt lange, ne, das Reiten. Das Wandern oder das Reisen. Also Schnellreise ist für mich ja wirklich
draufklicken, dann ist gleich da. Dann kann man dieses Jahr überspringen hier, ne? Aber ich glaube, das kriegen die nicht hin, so richtig. Anscheinend. Ist da eine Brücke, wo man kann? Ja, okay. Gut. Gut, aber schlafen wir trotzdem irgendwo. War hier irgendwo ein Lager? Da unten. So, wir gehen ins Lager und pendeln eine Runde. Dann machen wir uns gleich am nächsten Tag auf den Weg. Warte ich mal. Ja. Obwohl ich glaube, das ist ja auch die perfekte Zeit eigentlich, um sich schlafen zu legen, aber auch, muss man sagen, um aufzuhören. So, wenn er jetzt hier pennt, beenden wir einfach das für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn euch gefällt, nächste Folge kommt wieder am Mittwoch oder am Samstag. Also Mittwoch und Samstag kommt immer jeweils eine neue Folge. Schaut es euch an und bis dahin. Tschüss.